Eine Lesung aus Alice Miller, Der gemiedene Schlüssel. Biografische Linien von Philosophen, Politikern und Künstlern, Psychoanalyse und biografisches Wirken. Friedrich Nietzsche, Die Liebe zur Wahrheit und die biografische Täuschung. Die Psychoanalytikerin Alice Miller möchte geltend machen, dass Nietzsche mit seinem philosophischen Werk Der Antichrist gleichsam eine autobiografische Abrechnung verfasst habe. Eine Abrechnung mit der provinziellen Enge des pietistisch-protestantischen Elternhauses, unter dem er gelitten hat. Eine Abrechnung mit den Weibern, das heißt den Frauen in diesem Pfarrershaushalt, die ihn drangsalierten. Eine Abrechnung mit dem Idol dieser Frauen, dem christlichen Gott. Alice Miller sieht also Nietzsches Hauptwerk, Der Antichrist, als eine autobiografische Vergeltungstat an den Personen und falschen Idealen, die Nietzsche selbst als Kind und Jugendlicher kostbare Lebenszeit vergällt haben. Nun ist es ein bekanntes psychoanalytisches Verfahren, ein psychoanalytischer Ehrgeiz, sämtliche Werke von Dichtern, Künstlern, Philosophen auf angebliche oder tatsächliche autobiografische Lebenslinien zurückzuführen. Insofern ist das, was Alice Miller hier am Beispiel Friedrich Nietzsche versucht, nichts Außergewöhnliches, sondern ein weiterer Versuch, in dieser Tradition der psychoanalytischen Deutungsweise sämtliche abstrakte Werke, sämtliche Produkte geistigen Schaffens auf autobiografische frühe Kindheitsereignisse zurückzuführen. Dieses Verfahren und diese ehrgeizige Ambition der Psychoanalyse hat natürlich eine doppelte Fragwürdigkeit für Philosophen. Die erste Fragwürdigkeit ist die, ob überhaupt unabhängig vom jeweiligen Gegenstand, unabhängig von der jeweiligen Person, eine derartige direkte Verbundenheit von Lebenswerk und früheren autobiografischen Erfahrungen existiert. Sprich, ob es grundsätzlich zulässig und auch sachlich richtig ist, Lebenslinien und Werklinien zusammenzuführen und das eine von dem anderen als kausal bedingt anzusehen. Zusätzlich zu diesem allgemeinen Zweifel, den man erheben kann, gibt es einen speziellen Zweifel bei der Person Nietzsche. Kann ein Werk wie das Werk Nietzsches zurückgeführt werden auf missliche Faktoren, vielleicht traumatische Erinnerungen in Nietzsches eigener Kindheit und Jugend? Ich möchte das bezweifeln. Zwar stimmt es grundsätzlich, was Alice Miller sagt, dass Nietzsche als Kind in einem protestantisch-pietistischen Elternhaus mit sehr viel Enge, Bigotterie, Engherzigkeit, Prüderie, Verklemmtheit und Lügenhaftigkeit konfrontiert war. Doch ist es mit Sicherheit eine starke Interpretation, diese Faktoren als allein ausschlaggebend für Nietzsches philosophisches Werk anzusehen. Auch kann es biografisch nicht ganz stimmen, wie Alice Miller interpretiert, dass Nietzsches Tiraden gegen die Weiber auf Erfahrungen mit seiner Mutter und seiner Schwester basieren. Zwar stimmt es, dass Nietzsche seine Mutter und seine Schwester in einem lebendigen Hass beschrieben hat und dass Nietzsche sogar sagte, dass sein philosophisches Konzept der Wiederkehr, des Immergleichen, der ewigen Wiederkehr durch zwei gewichtige Argumente aufgehoben würde, durch seine Mutter und seine Schwester. Sinngemäß, alles könne wiederkehren, nur doch bitte Mutter und Schwester nicht, denn das sind die beiden Gestalten, die er im Wiedergang des Ewiggleichen nicht wieder treffen möchte. Es ist für Biografen unstrittig, dass Nietzsche sehr, sehr problematische Beziehungen zu Mutter und Schwester hatte, zeitlebens. Doch das allein als biografischen Grund für die philosophischen Tiraden gegen die Weiber anzusehen, das halte ich für stark verengt. Ja, wir wissen vom Leben des jungen Nietzsche, dass er insbesondere auch
was seinen Hass gegen das Christentum anging, sehr viel stärker von den männlichen Erziehern, Lehrern, Pädagogen geprägt war, die ihm im Zuge seiner schulischen und universitären Ausbildung begegnet sind. Ein genial begabtes Kind wie Nietzsche muss den schulischen Drill, den er Mitte des 19. Jahrhunderts in diesen sogenannten Zöglingsanstalten erlebt hat, als unerträglich empfunden haben. Die Täter, in Anführungszeichen, dieses Drills waren natürlich Männer. Ja, suppressive Theologen, unterdrückende Pädagogen, die den jungen, heranwachsenden Nietzsche viele prägende Jahre hindurch begleitet haben, die ihm die Lust am Denken fast verleidet haben. Wenn es darum geht, gleichsam einen Schuldigen zu finden für Nietzsches Hass auf Theologen, so ist es auch gerade aus biografischer Sicht sehr viel schlüssiger, in den Schul- und Universitätsjahren Nietzsches zu suchen und nachzuvollziehen, gegen welche Pädagogen und Theologen, später gegen welche Professoren, gegen welche philosophischen Kollegen sich Nietzsche stellte. Denn diese Personen haben den Denker Nietzsche, den Philosophen Nietzsche geprägt. Durch seinen Widerstand an ihnen ist er gewachsen. Dass sicherlich auch die Enge des protestantischen Elternhauses mit einer früh verwitweten Mutter, mit einer Schwester, mit der er überhaupt nicht zurechtkam, mit diversen unverheirateten Tanten, die möglicherweise neurotische Verhaltensweisen zeigten, dass all das dazu beigetragen hat, bei Nietzsche einen Frauenhass zu erzeugen und einen Hass auf das Idol dieser Frauen, eine verzerrte Vorstellung vom christlichen Gott. All das ist nachvollziehbar, aber ich denke, es ist für den Philosophen Nietzsche nicht monokausal als einziger Grund ausschlaggebend. Ja. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu Alice Millers These Nietzsches Philosophie wider das Christentum in der Hauptsache eine Philosophie ist, wider die Unnatur, wider das, was er als Unnatur erlebte. Es ging nicht und nicht in erster Linie um eine Zerschlagung des falschen Ideals einiger bigotter Frauen, die Nietzsche in seiner Kindheit erlebte, erleben musste. Es geht auch nicht in erster Linie um eine Zerschlagung des falschen Theologenbegriffs, den Nietzsche als Heranwachsender in sehr prägenden Jahren in der Schule und später an der Universität erlebt hat, sondern es ging in erster Linie um eine Zerschlagung all dessen, was der hochsensitive Mensch Nietzsche als Unnatur erlebte. Die Prüderie, die Doppelmoral, die Verleugnung des Leibes, die falsche Askese, die im 19. Jahrhundert in vielen Gesellschaftsschichten gleichsam zum Allgemeingut, ja zum guten Ton gehörte. Das greift Nietzsche an. Und analytisch forschender Geist, wie er ist, versucht er, die Ursachen dieses Phänomens zu finden. Nietzsche versucht herauszufinden, warum so viel Unnatur in seinem Umfeld ist. Warum nicht die Natur, die Sinnlichkeit, das unverstellte Erleben, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit existiert, sondern warum so viel Lüge und Verstellung da ist. Das möchte Nietzsche wissen. Und wenn er sich als den ersten Psycholog des ewig Weiblichen bezeichnet, so gibt es in der Tat eine Verzerrung der Perspektive. Es ist nicht das von Goethe und Dante besungene ewig Weibliche, das Nietzsche kritisiert. Es ist der verzerrte Gottesbegriff bigotter Weiblichkeiten, die Nietzsche in der frühen Kindheit malträtiert haben, in seiner Entfaltung und seiner Persönlichkeit gehindert haben. Ja. Und doch ist Nietzsche intelligent genug, um zu verstehen, dass dies nur ein Symptom ist einer Gesellschaft, die in sich krank ist. Diese Frauen und später die falschen Pädagogen, die falschen Theologen, die Nietzsche erlebt hat, die sind nur ein Symptom einer Gesellschaft, die an sich krank ist. Und deshalb kann Nietzsche auch in seinen unzeitgemäßen Betrachtungen sagen, diese Gesellschaft basiert auf schrecklichen Verbrechen.
Und das größte Verbrechen, das Nietzsche sieht, ist nicht Mord und Totschlag, Betrug oder Diebstahl, sondern das größte Verbrechen ist für ihn die Unnatur. Warum ist so viel Unnatur in der Gesellschaft? Das ist ein Hauptgrund seiner Religionskritik, die sehr viel tiefer geht als eine Institutionenkritik an der Kirche. Nietzsche möchte wissen, weshalb gibt es falsche Ideale, falsche Askesevorstellungen, weshalb wird die Natur des Menschen in dieser Gesellschaft so stark unterdrückt. Und hierin ist er vielleicht wirklich ein früher Psychologe und ein früher Soziologe. Ja? Doch eine der größten Tragiken Nietzsches, und ich möchte wirklich von Tragiken sprechen, so ähnlich wie er als einer der ersten von Moralen gesprochen hat, eine der größten Tragiken Nietzsches ist, dass er größer ist als alle, die versucht haben, ihn zu interpretieren, und sicherlich größer als die Psychoanalyse, denn sein unauflösbarer Rest an Persönlichkeit, an eigenem, an privatem, ist durch keinen Psychoanalytiker, sei es durch Alice Miller oder durch andere, auflösbar.